Liebe Geschwister, Alhamdulillah, wir sind Teil der Gesellschaft und wir verfolgen das, was in der Gesellschaft passiert. Und wir sind Mitgestalter dieser Gesellschaft, Alhamdulillah. Deswegen wird euch auch nicht die Rede Herrn Gauks entgangen sein an der Universität, ich glaube Düsseldorf, mag auch Dortmund gewesen sein, in der er sich kritisch über den Multikulturalismus äußerte. Und aus meiner Sicht der Dinge ist diese Rede, beziehungsweise wie sie in den Medien auch dann dargestellt worden war, möglicherweise verkürzt dargestellt worden war, greift diese Rede zu kurz, da sie einige Probleme benennt und andere Probleme nicht benennt. Und mögliche Ursachen für die genannten Probleme benennt, aber andere Ursachen unter den Tisch fallen lässt. Ich möchte aus dem Praxisbuch des interreligiösen Dialogs vorlesen, ein sehr lesenswerter Beitrag, Umgang mit Störfaktoren im Dialog, von Stefan Jakob Wimmer. Er ist kein Muslim. Er sagt, Islamfeindlichkeit ist die heute in Deutschland am weitesten verbreitete Form gruppenspezifischer Menschenfeindlichkeit. Deutlicher noch als die ihr verwandten Strömungen wie Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit, Homophobie und anderen, reicht sie von den extremen Rändern bis in die Breite und Mitte der Gesellschaft hinein. Ja? Bis in die Breite und Mitte in der Gesellschaft hinein. Hier wirken lange tradierte Geschichtsbilder zusammen mit mangelndem Wissen, unreflektiert kursierenden Vorstellungen und Vorurteilen als Bodensatz. Das heißt, er als Nicht-Muslim, der sich dem Dialog und dem Miteinander in der Gesellschaft verpflichtet fühlt, er sagt, dass die Islamfeindlichkeit, liebe Geschwister, die Form der Menschenfeindlichkeit ist in Deutschland, die am breitesten Verbreitung gefunden hat und auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, anders als die anderen Formen von Menschenfeindlichkeit. Wenn man das in Betracht zieht, dann sollte man mehr Solidarität mit dieser Minderheit erwarten. Dann muss man Solidarität und gerade von einem Politiker mit dieser Minderheit erwarten. Und das kam definitiv in der Rede zu kurz. Ich möchte aus einer Studie von Dr. Pickel, ihr habt richtig gehört, der hat zwei Doktortitel, vortragen. Er redet von den Bedrohungswahrnehmungen der Bürger, die die Stereotypen von den Muslimen gestalten, also die Vorurteile, ja, die gängigen. So werden sie mit Terrorismus und Gewalttätigkeit genauso in Zusammenhang gebracht wie mit Antimodernität und Frauenfeindlichkeit. Das kennen wir alle. Entscheidend ist, dass die Einstellungen der meisten Deutschen weniger auf realen Erfahrungen mit Muslimen beruhen. Da darf ich so ein bisschen kritisch anmerken, wir Muslime sind ja auch Deutsche. Ja, und Deutsche sind ja auch Muslime. Aber zurück zum entscheidenden Text. Entscheidend ist, dass die Einstellungen der meisten Deutschen weniger auf realen Erfahrungen mit Muslimen beruhen, sondern auf vermittelten Berichten, kursiv, und die gefährlichen, in Anführungsstrichen, Muslime in Medien. Und dort speziell den vielgesehenen Nachrichtensendungen, also gerade den Sendungen, die ja eigentlich ja, auf Grundlage von Fakten arbeiten sollten. Gut, das war für euch jetzt nichts sonderlich Neues. Er sagt, die negativen Stereotype und die damit möglicherweise verbundene Verschlossenheit gegenüber Kontakten mit Muslimen muss als ein doch manifestes Hemmnis für die Integration hier lebender und noch einwandernder Menschen muslimischen Glaubens angesehen werden. Das heißt, Stichwort Integration, diese Vorurteile, die vor allem in den Medien und im Speziellen dort in den Nachrichten verbreitet werden, weil sie eben nicht mit realen oder aufgrund realer Kontakte mit Muslimen zustande kommen, die bewirken Einstellungen ja, in der Bevölkerung, die ein Hindernis für die Integration sind. Das heißt nicht, hier werden nicht die Muslime als Verantwortliche benannt, sondern die nicht-muslimische Mehrheitsgesellschaft. Von Inklusion ist hier noch gar nicht die Rede. Ja, wir reden eigentlich von Inklusion.
nicht mehr von Integration. Solche Einstellungen machen dann aber auch mobilisierbar für radikalere nationalistische Bewegungen und gefährden letztendlich Grundlagen des pluralistischen Verständnisses von Demokratie. Von wem hören wir denn ständig, dass er eine Gefahr für die Demokratie sein sollte? Ständig heißt es ja Islam und die Muslime, Islam und die Muslime. Was sagt unser Soziologe und Politologe, der einen Lehrauftrag an einer Universität hat? Ich glaube, der ist voller Professor, Habilitierter. Ja. Er sagt, dass die Islamdebatte, so wie über Islam und Muslime in Deutschland geredet wird, Grundpfeiler des hiesigen politischen Systems gefährden. Das heißt, wir sind in einer ernsten Lage. Ja? Und dafür sind nicht nur, ja, daran sind nicht nur Muslime schuld. Wenn wir Praktiker sprechen lassen, wenn wir Forscher sprechen lassen, übrigens ist dieser Beitrag aus dem Jahr 2015 quasi eine Prophezeiung. Ja? Er redet davon, dass, ja, Leute mobilisierbar sind für radikalere nationalistische Bewegungen. Ja, und guten Morgen. Ja, wen haben wir hier auf einmal im Bundestag und in den Landtagen? Die AfD. Über die werden wir noch etwas mehr sprechen. Das heißt, auch dies mit einbezogen, so ist die Rede von Herrn Gauck nicht ausgewogen. Oh, jetzt habe ich, da werde ich aus dem Gedächtnis sprechen müssen. Dr. Miksch, evangelisch, aber auch ein promovierter Soziologe, und googelt mal seinen Namen, ja, Dr. Jürgen Miksch mit CK. Und ihr werdet eine Liste sehen von Gremien, die er gründete, und Vereinen und Dinge, die er auf den Weg gebracht hat. Ist ein Pionier für das Miteinander hier in dieser Gesellschaft. Er sprach schon 1980 davon, dass Deutschland eine multikulturelle Gesellschaft ist. Ja, und bis 2006, glaube ich, war es noch Herr Schäuble, der gesagt hat, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Ja, er hat Debatten mit angestoßen. Ja, und er sagt, dass es sieben, auch er sagt, dass antimuslimischer Rassismus die hiesige Demokratie gefährdet. Und dann spricht er über Faktoren für den antimuslimischen Rassismus. Ja, Islamfeindlichkeit, Muslimfeindlichkeit. Ja. Er benutzt das Wort antimuslimischer Rassismus. Das ist sein bevorzugter Begriff. Sieben Faktoren. Von diesen sieben Faktoren, das erste, was er erwähnt, die Geschichte. Ja, weil ja ständig immer dieses Konstrukt uns eingeimpft wird. Ja, das jüdisch-christliche Abendland und der Westen und der Islam und der Westen und die Muslime. Ja. Und tatsächlich wird geschichtswidrig, tatsachenwidrig, wahrheitswidrig etwas kreiert, nur damit man Muslime nicht nur an den Rand der Gesellschaft drängen kann, sondern sogar sagt, sie gehören eigentlich gar nicht zu der Gesellschaft dazu. Dieses Buch habe ich schon 2-3 Mal hier auf dem Mimbar hochgehalten, aber ich scheue nicht davor, es ein weiteres Mal zu tun. Das ist Dr. Michael Borgolte. Ja, ganz schön dickes Buch, kann ich euch sagen. Wie viele Seiten hat das? Hat über 630 Seiten. Und er schreibt über, ja, das ist die Siedlergeschichte Europas, und da schreibt er, das ist der Titel, Christen, Juden, Muselmanen. Geschichte Europas, Christen, Juden, Muselmanen. Ja, was haben da die Muslime zu suchen? Ich denke, die gehören gar nicht zu Europa. Und der Untertitel, die Erben der Antike und der Aufstieg des Abendlandes 300 bis 1400 nach Christus, nach Isa alaihi salam. Meine Worte, alaihi salam. Aha, das heißt, wenn man hier Geschichte studiert, dann lernt man, dass Muslime zu Europa zählen. Ist ja auch idiotisch, was Herr Höcke gesagt hat, gell? Unser lieber Bernd. Ja? Da, als er vom Bosporus gesprochen hat. Hat er die ganzen Balkanesen vergessen? Ja, hat er unsere Geschwister vom Balkan vergessen? Nicht vergessen, liebe Geschwister, aber man will sie gar nicht sehen. Weil dann muss es Klick machen, aha, die gehören ja zu Europa. Ja? Und es sind ja gar keine Orientalen, sondern das sind ja Europäer, aber auch europäische Muslime. Deswegen sieht man die balkanesischen Muslime nicht gern. Ja? Sind auch leider in den Debatten sehr, sehr unterrepräsentiert, was nicht nur an ihnen selbst liegt. Also
wir haben einige Dinge zu klären. Und dann müssen wir uns mit den Fakten bewaffnen, liebe Geschwister. Ja? Ein weiterer Punkt von diesen sieben war die Politik gewesen. Ein weiterer Punkt sind die Medien, die Islamfeindlichkeit, antimuslimischen Rassismus befördern. Dann Menschen mit Migrationshintergrund aus mehrheitlich muslimischen Ländern, die quasi als Kronzeugen sagen, ja, ich war ja auch einer oder ich bin ja auch einer oder ich komme ja auch aus diesem Kulturkreis, aber ich sage, die Muslime und der Islam sind schlecht und eine Gefahr etc. Ja? Das sind Dinge, über die wir in der Gesellschaft sprechen müssen. Wir werden auch auf unserer Homepage ein weiteres Mal, auch auf meiner Homepage habe ich auch diese Broschüre längst verlinkt. Ja? Diese Broschüre heißt Antimuslimischer Rassismus, was tun? Antimuslimischer Rassismus, was tun? Ja, inshallah, wenn wir die auch nochmal mit unseren Geldern drucken, deswegen legt nochmal einen Zehner mehr rein. Ja? Und dann haben wir etwas für unsere Nachbarn und Lehrer und Lehrerinnen und Professoren etc. Zum Verteilen. Gut, reden wir noch mal etwas über den weiteren Faktor, nämlich einer von diesen sieben war der Verfassungsschutz gewesen. Dr. Miksch kritisiert den Verfassungsschutz als Faktor des antimuslimischen Rassismus. Hier habe ich ein Buch, Islam und Verfassungsschutz, ja, unter anderem mit einem Beitrag von Herrn Musviek, ja, der ist Inhaber des Lehrstuhls für Staats- und Verwaltungsrecht sowie deutsches und internationales Umweltrecht an der Universität Freiburg und geschäftsführender Direktor des Instituts für öffentliches Recht. Der hat ein paar Pokale in seinem Regal stehen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, der hat Referenzen. Das ist ein Mann, dessen Wort Gewicht hat in seinem Fachbereich. Er schreibt, in den meisten Verfassungsschutzberichten wird nicht nur über erwiesene Verfassungsfeinde berichtet, sondern auch über solche Organisationen, die von der Verfassungsschutzbehörde lediglich verdächtigt werden, verfassungsfeindliche Bestrebungen zu verfolgen. Diese Praxis ist rechtswidrig. Sie findet in den Verfassungsschutzgesetzen keine Grundlage und verstößt zudem gegen das Grundgesetz. Ich werde jetzt, subhanallah, zwei Aussagen streichen, damit ich inshallah mit der Zeit auch befreundet bleibe, beziehungsweise mit euch befreundet bleibe. Ja, das letzte möchte ich allerdings nicht unterschlagen. Er schreibt, in Bezug auf Organisationen, die, wie die meisten, über die der Verfassungsschutz berichtet, ihre vermutlich verfassungsfeindlichen Ziele gewaltfrei verwirklichen wollen, dürfte eine solche Dringlichkeitssituation nie gegeben sein. Jetzt passt gut auf. Denkbar ist sie, wenn man sich den Fall vorstellt, dass eine als verfassungsfeindlich verdächtige Partei vor einer Bundestagswahl so großen Zuspruch findet, dass mit der Übernahme der Regierungsgewalt durch diese Partei gerechnet werden müsste. Aber das ist fern der Realität, mit der wir es heute in Deutschland zu tun haben. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wann war heute oder wann ist heute? Dieses Buch, liebe Geschwister, ist leider aus dem Jahr 2007. Der Bericht kann eventuell, die Tagung war vom Jahr 2006. Wir dürfen Herrn Dr. Musviek fragen, ja, ob dieser Fall denn heute eintreten könnte, dass eine Partei so großen Zuspruch vor einer Bundestagswahl bekommt, die verfassungsfeindliche Ziele gewaltfrei durchsetzen möchte. Ja, das dürfen wir fragen. Lassen wir mal Herrn Dr. Joachim Wieland, der ist Universitätsprofessor und Vorsitzender der Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer. Also der Vorsitzende der Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer. Hat auch Gewicht oder hat auch ein paar Pokale, ein paar Medaillen. Er sagt, aus juristischer Sicht muss man unterscheiden, was die AfD als Forderung zur Änderung der Verfassung fordern und auch umsetzen könnte, wenn sie im Bundestag und im Bundesrat eine Zweidrittelmehrheit hinter sich bringen würde. Ja, gewisse Dinge kann man am Grundgesetz ändern, dazu braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Und er sagt, aber es gibt noch andere Dinge, nämlich, ja, da ist keine Zweidrittelmehrheit möglich und was gegen den Menschenrechtskern des Grundgesetzes verstößt. Das steht nicht zur Debatte, auch nicht durch eine Zweidrittelmehrheit. Und er sagt, da sehe ich vor allem
dass ich vor allen Dingen die Diskriminierung des Islams als Religion und die Religionsausübung. Ja, wurde also danach gefragt in dem Artikel, der im Netz vorfindbar ist, in Bezug auf die verfassungsfeindlichen Ziele der AfD. Und da sagt er, dass die Diskriminierung des Islams seitens der AfD als Religion und die Religionsausübung der Muslime, ja, dass die Einstellung der AfD diesbezüglich verfassungsfeindlich ist. Der Artikel ist auch nur wenige Monate alt. Das heißt, wir haben ein Problem, liebe Geschwister. Der soziale Frieden in Deutschland ist gefährdet. Und laut Soziologen und Politologen ist auch das politische System gefährdet, liebe Geschwister. Und wir Muslime spielen da keine große Rolle. Ja, das muss die Mehrheitsgesellschaft mit sich ausmachen. Aber wir sind präsent in den Medien als Bedrohung, wie Dr. Pickel erwähnte. Deswegen sage ich, als Imam, als Sozialarbeiter, als Bürger dieses Landes und als Anhänger, als stolzer Anhänger, Alhamdulillah, 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 als stolzer Anhänger der hiesigen Minderheit, der Muslime, sage ich in die Gesamtgesellschaft hinein, helft nicht uns. Ja? Wir spielen hier nicht Opfer. Bei uns rollen keine Tränen runter. Uns geht's gut, Alhamdulillah. Uns geht's gut. Wir haben schon Schlimmeres durchgemacht und machen gerade auch Schlimmeres durch, weltweit. Helft nicht uns. Wir brauchen eure Hilfe nicht. Helft euch selbst. Ihr wollt in dieser Gesellschaft leben bleiben, so wie sie jetzt gerade ist. Ihr wollt dieses politische System, so wie es ist, bewahren und nicht Jahrzehnte zurück. Dann helft euch selbst durch uns. Helft euch selbst durch uns. Entweder ihr schützt diese Minderheit als Minderheit und gebt ihnen dieselben Rechte und schenkt ihnen auf der gesellschaftlichen Ebene Augenhöhe, oder euer eigenes System wird untergehen. Und das sagt nicht ich, das sagt Herr Dr. Pickel, das sagt Dr. Jürgen Miksch und das sagen andere. Ja? Dass so wie jetzt gerade über Muslime und Islam debattiert wird in dieser Gesellschaft, ist der soziale Frieden gefährdet plus das politische System. Helft euch selbst mit uns, durch uns. Aber ansonsten, ja, wir wollen kein Mitleid erwecken. Alhamdulillah, wir sind stark, wir sind stolz, wir kommen klar. Ja? Aber wir fühlen uns auch dieser Gesellschaft hier verpflichtet. Ansonsten hätten wir uns auch schon längst zurückgezogen. Dann hätten wir doch schon längst diese Parallelgesellschaft gebildet. Aber das tun wir nicht. Mir sagte auch ein promovierter Politikwissenschaftler, der sich dem politisch linken Spektrum zurechnet, er sagte, sollte jemals die AfD an die Macht in diesem Land kommen, dann werden sie euch zuerst holen und danach uns. Und deswegen solidarisiert er sich mit den Muslimen. Helft euch selbst. Durch uns, mit uns. Wir packen gemeinsam mit an. Aber liebe Geschwister, auch wir tun etwas zu wenig. Gesamtgesellschaftlich, müssen wir mal sagen. Ja? Es gibt auch noch Gruppierungen in dieser Gesellschaft, die kriegen es auch heftig ab. Aber unsere Stimme ist nicht richtig für sie da. Die Selbstkritik, die müssen wir, oder diese Kritik, die müssen wir einstecken, ja, und selbstkritisch auch reflektieren. Was tun wir für Sinti und Roma beispielsweise? Ja? Wo ist unsere Stimme, wenn Razzien gegen Bürger durchgeführt werden, bundesweit, in der linken Szene, beispielsweise jetzt in Verbindung mit den G20-Protesten etc.? Ja, wo war da unsere Stimme? Haben wir uns da auch gemeldet und gesagt, Moment, was soll das? Was sollen diese ganzen Razzien? Ja? Und warum gibt es nicht 600 Beamte, ich weiß nicht, die waren vor wenigen Monaten unterwegs im Rahmen dieser G20-Geschichte. 600 Beamte waren unterwegs. Waren jemals an einem Tag 600 Beamte unterwegs im Rahmen des NSU-Skandals? Dass man mal guckt, ob nicht vielleicht doch ein Vierter da richtig mitgemischt hat, was jeder Experte sagt,
dass das nicht nur drei waren, sondern dass es ein ganzes Netzwerk gewesen ist? Waren ja allein über 40 V-Leute der Verfassungsschutzbehörden waren ja im Umkreis der NSU aktiv. Subhanallah. Ja, wo ist unsere Stimme? Wo ist unser Engagement auch für andere? Aber Alhamdulillah, wir wollen uns nicht hier in Selbstkritik zerfleischen, wir tun eine Menge, Alhamdulillah. Wenn man mal die Schulferien rausrechnet, sind wir dokumentiert seit, also diese kleine Gemeinde hier, seit 2011 alle zwei Wochen hier in diesem Raum und machen eine Moscheeführung. Alhamdulillah. Und wir engagieren uns im Dialog, wir engagieren uns in der sozialen Arbeit, wir engagieren uns in der humanitären Hilfe. Ich glaube, seit 2008 kommt hier immer eine Gruppe von Nichtmuslimen her nach dem Freitagsgebet und bekommt ganz gutes Essen, aber wunderschöne Herzen und leuchtende Gesichter und strahlende Lächeln. Wollen Sie noch einen Kaffee? Wollen Sie noch einen Tee? Wollen Sie noch eine extra Portion? Im Rahmen unserer bedürftigen Speisung. Das heißt, wir tun etwas. Wir sind sehr aktiv. 2600 Moscheegemeinden in Deutschland sind sehr, sehr aktiv. Ja? Und diese Beiträge müssen wir würdigen und auch unterstützen. Ich beobachte in den letzten Wochen eine Diskussion unter Muslimen. Wir sind ja auch, wir bringen eine gewisse Vielfalt mit, eine gewisse Pluralität. Es gibt verschiedene Ausrichtungen und so weiter, ja. Und es gibt so diesen Gedanken, dass wenn wir zum richtigen Islam finden, dass dann die Probleme mit der Gesellschaft dahin schwinden. Also wir suchen das Problem bei uns. Ja, aber wir Muslime, wir halten auch an dieser Rechtsauffassung fest und wir Muslime legen den Koran noch so aus und dabei wäre das doch auch möglich und viel gesellschaftskonformer und ja. Und ich sage euch eine Sache, das wird gar nichts ändern. Selbst wenn das möglich wäre, und das ist nicht möglich, ist nicht möglich. Allah wollte das nicht, deswegen ist es nicht möglich. Aber selbst wenn es möglich wäre, der Diskussionshalber mal durchgedacht, würde das nichts dran ändern. Warum? Weil Muslime sind bei Dr. Miksch nur ein Faktor. Ja, ihre Übertreibungen und ihre extremen Ansichten und weiteres. Ja, ich hätte das sogar noch weiter ausgeführt. Er hat sich auf gewisse Dinge beschränkt. Aber Muslime selber sind auch ein Faktor. Ja, tragen auch etwas dazu bei, dass Menschen antimuslimischen Rassismus verinnerlichen oder ausüben. Ja, und ich stimme ihm da, wie gesagt, in einem gewissen Rahmen auch zu. Aber selbst wenn wir Muslime ja alles richtig machen würden, liebe Geschwister, würde die Debatte trotzdem existieren. Und umgekehrt, liebe Geschwister, möchte ich darauf hinweisen, wir sind nicht die einzige religiöse Gruppierung in Deutschland, die, wenn man von der Mitte der Gesellschaft, wenn es so etwas gibt wie die Mitte der Gesellschaft, der Durchschnitt der Gesellschaft, wenn man von dieser Mitte der Gesellschaft, diesen Durchschnitt heraus, Muslime und andere Religionsgemeinschaften betrachtet, dann sind diese Religionsgemeinschaften ja etwas seltsam. Die machen Dinge, warum soll man die überhaupt machen? Die glauben an Dinge, die man nicht sieht und so weiter. Ja? Aber subhanallah, es gibt Gruppierungen, die sind, wenn man von dieser gesellschaftlichen Mitte heraus denkt, sogar noch seltsamer als die Muslime. Und trotzdem gibt es keine Kampagne gegen sie in den Medien. Trotzdem gibt es keinen politischen Druck. Trotzdem werden keine Reformen gefordert. Und trotzdem sind sie als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt. Gestern bei der Recherche habe ich gesagt, nee, ich werde jetzt nicht um die Informationen aus Wikipedia herausziehen, sondern ich werde mal direkt anrufen. Und da habe ich mit dem Öffentlichkeitsbeauftragten der Zeugen Jehovas direkt gesprochen. Ja, also nicht face to face, aber halt ja, ein Wort, ein Mann, ein Wort, telefonisch. Und da habe ich ihm Fragen gestellt, ja, stimmt das? Stimmt das, dass ihr sagt, dass ihr nicht dazu, dass ihr nicht die Empfehlung heraus, oder dass ihr empfehlt, dass man nur unter sich heiraten soll? Sagt er ja. Und stimmt es, dass ihr vorehelichen Sex als verboten betrachtet? So steht es in der Bibel. Ja? Und stimmt es, dass sie Blutspenden ablehnen? Das ist unsere Auffassung, gemäß der Bibel. Und stimmt es, dass sie den Militärdienst verweigern? Das stimmt. Und stimmt es, dass sie sich weigern, an Demonstrationen teilzunehmen, die Nationalhymne zu singen, den Fahnengruß mitzumachen, sich zu wählen? Stimmt es, dass sie sich verweigern zu wählen und politische Ämter zu bekleiden? Das stimmt alles. Ja?
Und stimmt es, dass der Mann Oberhaupt der Familie sein muss? So steht es in der Bibel. Ja? Und schaut, natürlich hier und da findet mal ein Zeitungsartikel und es gibt auch kritische Stimmen, aber es gibt keine Kampagne, versteht ihr, was ich meine? Keine Zielperson, Zeugen Jehovas. Sie unterwandern den Staat. Zeugen Jehovas, sie bilden eine Parallelgesellschaft. Zeugen Jehovas, sie sind angekommen in der Gesellschaft. Natürlich kriegen sie hier auch Gegenwind, aber sie sind irgendwo eine angekommene Minderheit. Deswegen empfehle ich auch das Buch von Armin Langer, dem angehenden Rabbi, das verkaufen wir hier im Buchladen. Er sagt, ja, Doppelpunkt, Anführungsstriche unten, ja, ich bin ein Anhänger einer in der Gesellschaft angekommenen Minderheit. Die Muslime sind es aber noch nicht. Deswegen verdienen sie am meisten meine Solidarität als Jude. Liebe Geschwister, ich sage das deswegen, weil ich sehe, dass wir uns teilweise in inneren Debatten zerfleischen. Aber dabei haben wir eine gemeinsame Front. Eine Front, die, wenn sie nicht geklärt wird, laut Soziologen und Politologen, Universitätsprofessoren, das System, in dem wir leben, gefährdet. Den sozialen Frieden, den pluralistischen Aspekt des politischen Systems. Das werden wir nicht mit unseren theologischen Debatten beeinflussen können, liebe Geschwister. Werden wir nicht. Andere haben es auch nicht machen müssen und sie sind angekommen als Minderheit. Ich könnte jetzt noch andere Sachen über die Zeugen Jehovas sagen, aber ich glaube, das ist schon genug, gell? Ja. Wir brauchen Einheit. Und wir brauchen auch ein Verständnis. Wenn ich draußen als Muslim, ich sage also in der Öffentlichkeitsarbeit, im Dialog, über Muslim und Islam spreche, ich vertrete da draußen nicht den sunnitischen Islam. Tue ich nicht. In theologischen Gesprächen, ja, weil ich bin Sunnit. Aber nicht in der Öffentlichkeitsarbeit, nicht in der sozialen Arbeit, ja? Nicht im Dialog, was die Gesamtgesellschaft betrifft. Ja, im theologischen Diskurs bin ich Sunnit. Ja? Wenn ihr einen schiitischen Standpunkt hören wollt, dann ladet einen Schiiten ein. Ich bin Sunnit. Ihr versteht den Zusammenhang also. Vertrete ich nicht lediglich den sunnitischen Islam, sondern jeden, der sich auch zum Islam dazu zählt. Und ich habe auch einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag. Ja? Jeder, der Opfer einer Form von Rassismus ist oder einer Ausgrenzung, ich muss ihn auch mit vertreten. Und dieses Bewusstsein, liebe Geschwister, ich hoffe, dass es noch wächst bei uns Muslimen. Ja? Hier geht es nicht nur um unsere eigene Angelegenheit, sondern wir brauchen das Gefühl zu einer als Minderheit unter Minderheiten zusammenhalten zu müssen und Veränderung sorgen zu müssen. Allah Ta'ala sagt im Koran: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Und gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und streitet nicht untereinander, sonst werdet ihr versagen. Und eure Motivation, euer Aufwind wird dahin schwinden. Sondern seid geduldig. Ja, manchmal müssen wir geduldig sein. Manchmal haben wir Bock, uns zu streiten, stimmt's? Aber wir sollen geduldig sein. Denn Allah Ta'ala, er ist mit den Geduldigen. Jetzt werde ich auch nur kurz etwas ansprechen. Musa alayhi salam, als er die Gebote von Allah Ta'ala empfangen hat, bei seinem 40-tägigen Treffen, und er informiert wurde von Allah Ta'ala, dass in Abwesenheit Musas sein Volk das Kalb zur Anbetung genommen hat. Ja, und er kam zurück. Und er verlor die Nerven, wortwörtlich, schmiss aus Wut die Tafeln hin, ja, weil als er das gesehen hat, war es anders, als er davon hörte. Deswegen sagt auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kommentierend diese Begebenheit: Wer etwas hört, ist nicht wie derjenige, der es sieht. Ja, wenn man es sieht, sind noch die ganzen Emotionen mit dabei. Und vor Wut warf er die Tafeln hin und vor Wut, wie es auch im Koran steht, packte er seinen Bruder am Kopf. Ja, hier an den Haaren und am Bart und zog ihn, weil er war sauer. Er dachte, sein Bruder hat da eine Mitschuld an dieser ganzen Angelegenheit. Und subhanallah, was antwortet Harun? Ja.
قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بالأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Er sagte, Sohn meiner Mutter, siehe, das Volk hielt mich für schwach und fast hätten sie mich getötet. Darum lass die Feinde nicht über mich glücklich sein und weise mich nicht dem Volk der Ungerechten zu. Familienstreitigkeiten sind Familienstreitigkeiten, liebe Geschwister. Das müssen wir nicht in irgendeiner Form öffentlich machen. Andere werden sich freuen. Andere werden sich darüber freuen. Und er sagte, Sohn meiner Mutter, dabei haben sie auch denselben Vater gehabt. Aber dieses Bild, Sohn, ja, meiner Mutter, dass sie also im selben Bauch gewesen sind und dieselbe Mutter hatten, ja. Merkt euch, daraus kann man die Regel ableiten, die hat mir mal, da war ich mal live dabei. Ja, wir waren zu dritt unterwegs, da waren zwei Alpha-Tiere, Sportler, ganz starke Leute, die haben auf einmal angefangen, so Ärger zu haben miteinander. Und der eine wurde wütend und dann sagte der andere, der auch sehr stark war, wahrscheinlich der Stärkere, sagte, zwei Wütende geht nicht. Ich lasse dich jetzt wütend sein, ja, weil sonst die Freundschaft kaputt. Ja, wenn jemand wütend ist, auch wenn er übertreibt, wir müssen deeskalieren, liebe Geschwister. Harun hätte sich auch anders verhalten können. Denkt nicht, dass er sich nicht hätte anders verhalten können. Aber er appellierte in dem Moment an Barmherzigkeit, aufgrund der Familienbande und versucht ihn zu beruhigen, damit man erstmal dann ein Gespräch bekommt. Ich möchte abschließen mit einer Botschaft, liebe Geschwister. Beziehungsweise möchte ich jetzt, dass wir alle Allah Ta'ala um Vergebung bitten. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, wir leben in Zeiten, der Druck kann manche Menschen brechen und sagen, ich nehme jetzt Abstand von der muslimischen Gemeinde, weil ansonsten muss ich mich so positionieren, ansonsten muss ich verteidigen, warum gehe ich in eine Moschee, in welche Moschee gehe ich? Als 2004 die Taqwa-Moschee mit, ich weiß nicht mehr wie vielen, aber es waren glaube ich über 100 Beamte, gestürmt wurde, ja, gab es einige Muslime, die gesagt haben, oh, wir nehmen Abstand von der Moschee. Ja? Natürlich hat sich leider viele Monate später erwiesen, dass dies zu Unrecht geschehen ist. Da hat ein Mädchen mit ihrer Lehrerin geredet, hat gesagt, da werden irgendwelche Gewaltvideos gezeigt. Am Ende stellte sich heraus, das war die Sala mit Anthony Quinn, was gesehen worden war. Und Nerven sind einfach durchgebrannt und auf einmal waren am Sonntagmorgen dann Dutzende von Beamten und haben die ganze Moschee gestürmt und alles mit rausgenommen, was nicht nied- und nagelfest war. Natürlich hat sich Jahre später oder Monate später herausgestellt, dass da nichts war. Und deswegen sage ich Alhamdulillah, dank den Brüdern, die gesagt haben, was soll da sein? Wir werden dort unsere Hochzeit feiern. Und ich kann mich gut an diese Hochzeit erinnern. Ich habe immer noch ein Hochzeitslied im Kopf. Und immer wenn ich dran denke, fühle ich mich wohl. Weil da war Baraka in dieser Hochzeitsfeier gewesen. Ja? Nehmt keinen Abstand zu den muslimischen Gemeinden. Wenn etwas problematisch ist, dann spricht es an. Hey, was ist los? Du sagst, wir sollen ein Teil der Gesellschaft sein, aber dann sagst du, geht nicht in die Vereine und seid dort nicht aktiv. Ja, habe ich nie gesagt, aber ja, was wäre wenn? Dann diskutieren wir das aus. Ja? Aber wir sollen nicht Abstand von unseren muslimischen Gemeinden nehmen. In dieser Zeit, liebe Geschwister, müssen wir Rückgrat zeigen können. Wir müssen Angreifer auf den sozialen Frieden beim Namen nennen können, Institutionen beim Namen nennen können, wie Dr. Mix beispielsweise. Das ist jemand, der hätte vielleicht groß in der Politik Karriere machen können. Der Scheitan kam garantiert zu ihm und hat gesagt, ja hier, lasst es doch, kritisiere nicht den Verfassungsschutz, mach doch nicht diesen ganzen Dialogkram, verdien ein bisschen mehr Geld in der Politik oder in der Lehre oder sonst irgendwas, du machst dich doch nur angreifbar dafür, damit, dass du dich irgendwo für Minderheiten einsetzt, die sowieso problematisch sind. Ja, so redet der Scheitan. Aber er hat gesagt, was, Lan? Ich muss euch ein bisschen aufwecken, weil ich schon lange gesprochen habe. Ja? Er stand zu seinen Prinzipien. Alhamdulillah, und solche Leute brauchen wir. Und dass wir das werden können, ja, wir brauchen Vorbilder. Und ich möchte heute über einen Shahid sprechen, über einen Märtyrer sprechen.
Und ich fordere heraus, einen jeden Menschen, ihm das Märtyrersein abzusprechen. Ich verlange von einem jeden Menschen, mit mir in den Dialog zu treten. Wenn ich aber ein bisschen ruhiger bin, ja. Und zu sagen, nein, der war kein Märtyrer. Ich rede von Omar Mokhtar. Rahimahullah. Rahimahullah, Rahimahullah, Omar Mokhtar. Derjenige, der gegen die Kolonialherrschaft gekämpft hat und vor 87 Jahren gehängt worden ist in einem Konzentrationslager. Rahimahullah. Und der als Shahid gestorben ist. Und wir hoffen, dass Allah Ta'ala ihn als Shahid anerkennt. Aber wir müssen ja, als einen Shahid betrachten, gemäß seinen äußeren Taten. Was er in seinem Herzen hatte, das weiß kein Mensch. Und wir sprechen niemandem das Paradies zu, dem nicht der Prophet Mohammed das Paradies zugesprochen hat. Denn wir kommen Allah Ta'ala in seinem Urteil nicht zuvor. Ja? Als er gefangen genommen worden war von der Kolonialmacht, da wurde ihm ein Angebot gemacht. Komm, wir unterzeichnen einen Friedensvertrag und ja, du wirst als bekannter Politiker und so weiter und so weiter und so weiter. Ja? Aber sag den Leuten, sie sollen aufhören, gegen uns zu kämpfen. Sie hören auf dein Wort. Sag, sie sollen sich ergeben. Und er sagte, Lan nastaslim, wir geben uns nicht. Sondern tasir au namut. Wir werden uns nicht ergeben, wir werden entweder siegen oder wir werden sterben. Und der Mann, über 70 Jahre, wurde gehängt. Und er sagte, ich werde länger leben als mein Henker. Und er hat Recht behalten, denn die Märtyrer leben weiter. Und 87 Jahre, ja, irgendein schwacher Muslim redet auf der Kanzel über ihn und sagt, er ist mein Vorbild. Und solche Menschen sollen unser Vorbild sein. Überhaupt Menschen, die sich für ihre Sache engagiert haben und bereit waren, Zeit und Geld, den gesellschaftlichen Ruf dafür aufzugeben und sogar ihr Leben hinzugeben. All diese Menschen sollten uns eine Inspiration sein, liebe Geschwister, in einer Zeit, wo es Menschen gibt, die sagen, lasst uns bitte nicht politisch werden. Lasst uns bitte nicht, lasst uns bitte ein ganz ruhiges Leben haben. Lasst uns nicht über den Verfassungsschutz reden, lasst uns nicht über die Politik reden, lasst uns nicht über die Medien reden, obwohl sie Faktoren des antimuslimischen Rassismus sind, der die hiesige Demokratie bedroht und den hiesigen sozialen Frieden und der, wenn er nicht geklärt wird, am Ende vielleicht eine vergiftete Bevölkerung hervorbringt, die dann Leute in den Bundestag wählt, die hier ganz andere Ziele haben mit der Gesellschaft. Nein, seid leise. Redet nicht. Denkt an eure Karriere. Ja? Tretet vom Verein aus. Redet nicht über diese und jene Themen. Das ist Schwachsinn, liebe Geschwister. Das ist Schwachsinn. Wird sich nie was ändern. Man wird sowieso nichts dran ändern. Man kann assimiliert sein ohne Ende. Man wird an der Geschichte dadurch nichts ändern. Und der geschichtliche und der gesellschaftliche Fortschritt überall in jeder Gesellschaft wurde auf Schultern getragen, die von einem Rückgrat zusammengehalten worden waren. Nicht von Bucklern. Ja? Weil wenn man den Rücken einmal knickt, ja, macht mal die Übung. Tut mal eine Menge Gewicht hier auf den Kopf drauf. Wenn ihr gerade steht, dann werdet ihr das Gewicht locker halten können. Aber umso mehr ihr euch buckelt und nach vorne geht, umso schwerer wird es sein, das Gewicht zu halten. Ja? Deswegen fangt erst gar nicht damit an. Ayat, liebe Geschwister, dass Allah Ta'ala mit denen ist, die sich einsetzen. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ Und es erging bereits früher unser Wort an unsere gesandten Diener, wahrlich, sie sind es, denen Hilfe zuteil wird. Hier wird über die Propheten gesprochen. Aber das kommt vielleicht bei uns nicht ganz an, weil wir sagen, wir sind alles andere als Propheten. Ja, wir sind gläubig, aber wir sind Katastrophen. Ja, so denken wir manchmal bei uns und da ist was dran. Aber Allah Ta'ala sagt auch im Koran, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Dass Allah es sich auferlegt hat, den Mu'minin beizustehen. Ja, wir haben Mu'minin unter uns. Seid euch dessen sicher, liebe Geschwister. Allah Ta'ala lässt nicht zu, dass die Umma Muhammad keinen Segen hat. Und die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird auch durch die Mu'minin ja, bereichert. Wir haben Mu'minun unter uns. Auch wenn sie unvergleichbar mit denen sind, also unvergleichbar im Sinne von weniger, als die Mu'minun vor uns.
Aber es tut uns vielleicht auch nicht gut, gell? Weil wir denken, nee, wir sind auch keine Mu'minin. Deswegen, Alhamdulillah, wie barmherzig Allah Ta'ala ist. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Und Allah wird ganz gewiss denen helfen, die Allahs Sache unterstützen. Denn Allah ist stark und allmächtig. Ah, Alhamdulillah. Weil dieses Mann, jeder, versteht ihr? Auch der sündhafte Muslim, auch der Katastrophenmuslim, Alhamdulillah, wenn er Allah Ta'ala beisteht und die Ummah unterstützt in ihrem Anliegen und dadurch auch gleichzeitig einen Mehrwert für diese Gesellschaft ist, weil der Muslim, der seine Religion lebt, ja, der sagt, ich muss irgendwo Nachhilfe anbieten in einem Jugendhaus, ich muss irgendwo ehrenamtlicher Trainer sein, ich muss die Treppe für meinen älteren Nachbarn putzen, weil er hat Bandscheibenvorfall, ja, ich muss Zivilcourage haben, ich muss irgendwelche Handtaschenräuber wegjagen, auch wenn ich auf die Fresse bekomme. Ja? Der gute Muslim, liebe Geschwister, ist der beliebteste Nachbar. Von der atheistischen Person selbst der geliebteste Nachbar. Weil er eine Bereicherung sein muss. Geht nicht anders. Wer Koran und Sunna liest, der wird zu einem guten Nachbarn und zu einem guten Mitmenschen. Der wird immer eine Bereicherung für die Gesellschaft sein. Ja. Jeder Mann. Ja, so wer das tut, Alhamdulillah. Jeder von uns kann dabei sein. Beziehungsweise jeder muss auch dabei sein. Ja? Sonst hätte man ja sagen können, ja, das ist die Aufgabe der Mu'minun. Ich bin ja kein Mu'min. Ja, so, nein, 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 du auch. Du hast auch die Möglichkeit. Und dann wird Allah Ta'ala dir beistehen. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad wa ala Ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ya Allah, danke, dass wir deinen Namen benutzen dürfen, O Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, danke, danke, danke. O Allah, bitte segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Angehörigen und seine Gefolgsleute. Und vergib uns unsere Sünden, reinige unsere Herzen, vereine uns, O Allah. Lass uns eine Bereicherung für diese Gesellschaft sein. Lass uns mutig sein, O Allah. Lass uns Zivilcourage haben, O Allah. Lass uns keine Angst haben vor denjenigen, die uns Angst einjagen wollen, O Allah. O Allah, bitte segne unsere Mitmenschen, die sich für uns einsetzen. Bitte segne sie in beiden Welten, O Allah. Bitte lass uns auch ein Licht sein, was zu deinem Weg führt. Allahumma amin, O Allah. Bitte verzeih uns unsere Sünden und vergib uns unsere Nachlässigkeiten und lasse jeden Tag ein Tag sein, der besser ist als der vorherige. Und lass uns dir begegnen und du bist wohl zufrieden mit uns, O Allah. Und bitte bewerte uns nur nach unseren besten Taten und lass uns durch deine Gnade in das Paradies betreten dürfen. O Allah, bitte schenke unserer Gemeinde viel Baraka und lass uns eine Bereicherung sein und lasse die Welt Zeugnis ablegen für unsere Rechtschaffenheit und für unsere und dass wir eine Barmherzigkeit sind und dass wir eine Bereicherung sind, O Allah. Allahumma amin. O Allah, bitte gib uns alles, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat und schenke uns Zuflucht vor allem, wovor auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Zuflucht gebeten hat. Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.